Wiedergabe und Audioexport. Auch in der kostenfreien Version Dorico SE stehen Ihnen eine ganze Reihe an mitgelieferten Klängen zur Verfügung. Angefangen von Klavier über Gitarren, Kammermusikensembles mit Streichern, Holz- und Blechbläsern, verschiedenste Percussion-Instrumente bis hin zu Instrumenten des Jazz-Rock-Pop-Genres wie E-Piano, Synthesizer, E-Gitarren, E-Bässe und Schlagzeug. So können Sie auch schon mit Dorico SE in verschiedensten Musikrichtungen komponieren. Wenn Sie über weitere VST-Instrumente von Steinberg oder Drittherstellern verfügen, ist es selbstverständlich auch möglich, diese in Dorico zu verwenden. Sie können sogar verschiedene Spieltechniken, die zum Beispiel mit Keyswitches oder anderen MIDI-Controllern angesteuert werden, über Expression Maps als schriftliche Spielanweisung darstellen. Ebenso können Sie auch Percussion Maps mit individueller Zuweisung verschiedenster Spieltechniken der einzelnen Schlaginstrumente erzeugen. Weiterführende Videos zu Expression und Percussion Maps finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Abschließend haben Sie die Möglichkeit, im Menü Datei Ihre Musik mit allen Automationen als Audiodatei im gewünschten Format zu exportieren. Zum Abschluss hier nun einige Beispiele, die nur mit der kostenfreien Version Dorico SE erstellt wurden. Thank you.
Das war das Video Wiedergabe und Audioexport in Dorico SE. Mein Name ist Markus Hartmann. Vielen Dank fürs Zuschauen.